Irgendwann wandern Schülerinnen der Ballettklasse und Tanztheaterklasse in den Gängen der Simon Mayer Sing- und Musikschule. Sie alle haben Freude am Tanzen, an der freien Bewegung und sie lieben die Musik. Wir alle wissen, dass es viele Instrumente auf der Erde gibt. Wenn du tanzt, wird dein Körper dein Instrument sein. Setze die Schnipsel eines auseinandergerissenen Tanzes so zusammen, dass ein Einzelstück sinnvoll mit einem anderen verknüpft ist und am Ende alle Schnipsel wieder zu einem Tanz zusammengefügt sind. Alle Teile erscheinen in deinem Tanz. Wir haben alle möglichen Größen und Gestalten, groß, klein und zwischendrin. Aber alle ohne Ausnahme haben wir klein angefangen. Im Ballett gewinnt man zwei grundsätzliche Dinge: Beweglichkeit und Kraft, stets verbunden mit Anmut. Tanzspiele mit einer Geschichte oder Idee, die man ohne Vorbereitung oder Festlegung aus dem Stegreif erfindet. 4 Milliarden Bewegungen, rund oder eckig, hoch oder tief, lang und kurz, krumm oder gerade, kurvig und gestreckt, wild und zahm, schnell und langsam. Bewegungen überall und alle verschieden, gerade so verschieden wie wir selbst. Wir üben einfache Bewegungen der Beine, der Arme, des Kopfes, des Rumpfes, der Füße, ob zusammen oder getrennt. Auch allerlei Bewegungen und Posen, die sich über mehrere Takte entwickeln, aller Art Schrittverbindungen in die eine oder andere Richtung. Fast alle Tanzübungen kann man in einer ganz besonderen Tanznotation festhalten. Mit den Hirnfotografieren nennen wir das. Wir ordnen erst die Hirnfotos im Kopf und in einem Hausaufgabenheft tragen wir die Hirnfotos ein. Damit können wir Tänzer und Tänzerinnen uns noch lang an die unzähligen Tanzübungen erinnern, wenn wir diese zu Hause üben. Musikalität, Fleiß und Durchhaltevermögen sind für einen Tänzer und eine Tänzerin sehr wichtig. Aber die Freude an der Sache ist das Wichtigste. Wenn's Ballett heißt, meinen wir meist eine im Tüll und Organza umwehte Elfe. Aber es gibt fast 100 verschiedene Arten zu tanzen. Jeder einzelne von uns ist anders als die anderen. Und keine zwei sind gleich. Es ist schon seltsam. Manche Menschen hassen andere, nur weil sie nicht so sind wie sie selbst, weil sie anders sind. Dabei vergessen sie, dass sie, wenn sie sich mit den Augen der anderen sehen könnten, ebenso andersartig sind. Kinder wissen das intuitiv und alle schlüpfen gerne in eine andere Rolle.